Ja, dieser Beitrag weicht ab von der aktuellen Videoreihe zum Thema statische Mechanik. Einfach aus dem Grund, weil ich heute etwas Wahrscheinlichkeitsrechnung betreiben wollte. Und da hat mich der Satz von Steiner interessiert, weil ich diesen Satz im nächsten Beitrag zur Wahrscheinlichkeitsrechnung benötige. Etwas Grundsätzliches gleich am Anfang, wenn ich hier meine Arbeitsweise darstelle. In Form von Videobeiträgen oder Dokumenten, die ich ab und zu hochlade, dann will ich in keiner Weise irgendjemanden auf irgendeine Art und Weise berühren. Ja? Das ist gar nicht meine Absicht. Ich erkenne an, dass es unterschiedliche Arbeitsweisen gibt und genauso erwarte ich dann, dass man meine Arbeitsweise akzeptiert, ja? Sodass ich mich vielleicht in Zukunft auch nicht ständig in irgendwelchen Kommentarbereichen rechtfertigen muss. So. Also wir haben hier den Satz von Steiner, das ist bei mir der Satz 1.1 und der bezieht sich auf die folgende Aussage. Für alle b aus der Menge der reellen Zahlen und für alle konvergierenden Varianzen gilt, die Varianz von x kann dargestellt werden als die Differenz hier. Und diese Differenz, die beinhaltet ja unschwer diesen frei wählbaren Parameter b, ja? Der steckt ja hier drin. Hier ist ja dieses b. Das ist eine sehr interessante Aussage, denn unabhängig davon, welches b ich aus der Menge auswähle, ja, die Varianz kann dann so geschrieben werden. Ja, um den Satz zu beweisen, ist es sinnvoll, hier diese Definition der Varianz anzugeben. Für alle konvergierenden Varianzen gilt, die Varianz ist der Erwartungswert von der quadratischen Abweichung der Zufallsvariable x von ihrem Erwartungswert. So, wir setzen hier die Konvergenz voraus, denn wenn wir im kontinuierlichen Fall drin sind, das heißt, die Varianz wird über Integrale berechnet, dann ist es nicht immer sicher, dass die Integrale konvergieren. Manchmal divergieren Integrale, das schließen wir aber aus. Denn dann hätte ich ja hier eine Divergenz, also ein Unendlichkeitssymbol. Und das wollen wir nicht. Wir wollen eine Zahl haben. Das gleiche gilt für einen abzählbaren endlichen Fall. Wenn wir Reihen betrachten, wenn wir die Divergenz ausschließen, bedeutet das, die Reihe soll konvergieren. Und für den abzählbaren Fall, wenn ich eine endliche Summe habe, dann bekomme ich sowieso immer die Zahl. So, jetzt zum Beweis. Ja, wir dürfen voraussetzen, dass wir ein b aus der Menge der reellen Zahlen haben und die Varianz, die soll konvergieren. Ja, dann gilt nach Definition 1.1, die Varianz ist der Erwartungswert von der quadratischen Abweichung der Zufallsvariable x von ihrem Erwartungswert. Also das heißt, an der Stelle schreibe ich einfach die Definition der Varianz ab. Ja, in der nächsten Implikation verändere ich die Gleichung nicht, denn ich addiere nur die 0 dazu. In der nächsten Implikation verändere ich die Gleichung nicht, denn ich schreibe diese 0 nur anders, nämlich als Summe. Minus b addiert mit b ist 0. Somit gilt auch die Implikation. Jetzt kann ich aber diese Summe auch anders schreiben. Ja? Die Summe ist ja nichts anderes als x minus b addiert mit b minus Erwartungswert von x und das Ganze wird quadriert. Also gilt auch diese Implikation. Jetzt lese ich aber den binomischen Leersatz ab. Denn diesen Ausdruck kann ich als Summe schreiben. Denn der binomische Leersatz gilt. Das hier ist nichts anderes als x minus b zum Quadrat addiert mit 2 mal x minus b multipliziert mit b minus Erwartungswert von x addiert mit b minus Erwartungswert von x zum Quadrat. An der Stelle verwende ich für diese Summe die Additivität vom Erwartungswert. Und für den mittleren Anteil verwende ich
die Additivität und die Linearität vom Erwartungswert. Denn ich erkenne ja hier unschwer, 2 und b minus e von x sind Zahlen. Der Erwartungswert von x ist immer eine Zahl. Wir setzen ja die Konvergenz der Varianz voraus. Also habe ich hier die Zahl und die kann ich vor den Erwartungswert schreiben. Das geschieht ja in der nächsten Zeile. Der Erwartungswert wirkt ja nur auf x minus b. Also schreibe ich ihn hier in der Art und Weise. Und bei der ersten Anwendung von der Additivität ist es ja so, da wirkt der Erwartungswert auf diese drei Summanden. Hier muss ich ihn schreiben. Und hier hinten habe ich ja wieder eine Zahl. Und der Erwartungswert von einer Zahl ist die Zahl. So. Jetzt betrachte ich hier diesen Erwartungswert von x minus b und wende erneut die Additivität des Erwartungswertes an. Das ist dann der Erwartungswert von x. Und hier habe ich ja wieder eine Zahl. Erwartungswert von der Zahl ist die Zahl. So. Ja, die Rückspringfunktion hier, die funktioniert ganz gut. Nach vorne und zurück. Wunderbar. Was für eine Technik. So. In der nächsten Implikation beziehe ich mich auf das Distributivgesetz im Körper der reellen Zahlen. So. Das bedeutet, die 2, die kann ich ja vor die Klammer schreiben. Und diese reelle Zahl, Distributivgesetz, anders benannt Verteilungsgesetz, verteile ich auf diese Summanden. Wenn ich dann in der Klammer bin, verteile ich wieder diese Summanden auf diese Klammer. Ja, soll heißen, ich verrechne erst b minus e von x mal e von x, ergibt b mal e von x minus e von x zum Quadrat. Dann bin ich hinten bei minus b, ich bin ja bereits in der Klammer, und dann verteile ich jetzt b auf diesen Klammerausdruck. Dann habe ich minus b Quadrat addiert mit, denn ich habe hier minus und hier minus, b multipliziert mit e von x. Das war's. So. Ja, und hier hinten schreibe ich ab. Und den vorderen schreibe ich auch ab. So. Ja, was passiert jetzt? Jetzt habe ich das Folgende. Ich habe hier ein b mal e von x und hier ein b mal e von x. Das sind ja insgesamt 2 mal b mal e von x. Das schreibe ich einfach zusammen. Dann schiebe ich den vor. Und als zweiter Summand folgt dann minus b Quadrat. Das passiert jetzt in der Implikationszeile. So, wir sind hier. Jetzt sieht man, ich multipliziere einfach die 2 in die Klammer. Ja. Dann habe ich hier minus 2 mal e von x zum Quadrat, minus 2 mal b zum Quadrat. Und hier steht ja bereits die 2, also addiere ich hier 4 mal b mal e von x. Und den Rest schreibe ich wieder ab. Wir sind hier, ja, jetzt sieht man, der verschwindet plötzlich. Warum? Weil ich in der Implikationszeile alles schön zusammenfasse. Denn hier erkenne ich ja wieder einen Binom. Hier steht ja nichts anderes als b Quadrat minus 2 mal b mal e von x addiert mit e von x und das Ganze zum Quadrat. Ja, wenn ich mir diese Summe hier gedanklich rein denke und mit dem vorderen Teil verrechne, naja, dann bleibt, beziehungsweise, ich war zu weit, wenn ich mir diese Summe, ja, hier oben hinein denke und mit dem Rest
verrechne mit dem, was hier steht, dann bekomme ich dieses Ergebnis. Also stimmt diese Implikation. Denn, könnt ihr ja überprüfen, das ist doch kein Problem. Wie entsteht dieses minus b Quadrat? Naja, ich habe hier b Quadrat und das addiere ich zu minus 2 mal b Quadrat. Ergibt dann minus b Quadrat. Wie entsteht dieses 2 mal b mal e von x? Naja, ich habe hier unten minus 2 mal b mal e von x. Und hier habe ich aber 4 mal b mal e von x. In der Summe ist das 2 mal b mal e von x, genau das, was hier steht. Und wie bekomme ich minus e von x zum Quadrat? Zum einen habe ich hier unten e von x zum Quadrat. Und hier habe ich minus 2 mal e von x zum Quadrat. Ergibt in der Summe wieder minus e von x zum Quadrat. So. Ja, jetzt schaue ich mir diese Summe an und schreibe ein Produkt. Nämlich das Produkt von minus 1, erster Faktor, und der zweite Faktor ist b minus 2 mal b mal e von x addiert mit e von x zum Quadrat. Ja, denn dieses Produkt hier ist ja diese Summe. Ja, was einmal funktioniert, funktioniert dann in der übernächsten Zeile problemlos ein zweites Mal, denn wir erkennen ja hier unschwer wieder einen Binom. Und in dieser Implikation wenden wir jetzt wieder die Technik an. Naja, wir schreiben eine Summe bestehend aus zwei Summanden in ein Produkt um, nämlich in dieses Produkt. Und dann ist es ja nur noch einmal das Anwenden von einem Potenzgesetz, denn es gilt, wenn ich ein Produkt potenziere, in dem Fall quadriere, dann ist das nichts anderes als das Produkt der quadrierten Faktoren. Und in dem Fall wäre ja a gleich minus 1. Und wenn ich minus 1 quadriere, habe ich 1. Also bleibt nur dieser Faktor übrig und der wird quadriert. Und genau das steht hier. Naja, und die Differenz bekomme ich aus dem Grund, weil plus, minus, das kann ich immer als Differenz schreiben. Also das hier kann ich als Minus interpretieren. Und dann ist die Aussage von Steiner bewiesen. Hier steht sie. QED. So, jetzt habe ich noch zwei Übungen konstruiert für den interessierten Zuseher. Diese Sternchen, das ist nur für mich. Beide Übungen sind trivial, aber trotzdem sinnvoll. Die Übung 1.1, formulieren Sie ein Korollar bezüglich Satz 1.1. Also das heißt, wir wissen ja jetzt, dass Satz 1.1 gilt unter den Voraussetzungen hier. Ja, und dann kann man ein wunderschönes Korollar erkennen an der Stelle. Das soll man formulieren. Und wenn man es gefunden hat, soll man es auch gleich noch beweisen. Ist kein großer Aufwand. Und die Übung 1.2, das dient eigentlich als Hilfe für die Übung 1.1. Ja. Die hängen miteinander in Verbindung. Da kann man ungefähr erkennen, was zu tun ist, die beiden so als Gemeinsames betrachtet. Denn ich sage hier, e von x Quadrat, also die Zufallsvariable x Quadrat soll 8pi sein. Und der Erwartungswert von dieser Zufallsvariable soll 4pi hoch 1/2 sein. Und dann sollen Sie einfach die Varianz berechnen. Also gedacht ist es so, Sie erkennen hier aufgrund der Übung 1.2, was hier zu tun ist, wenn Sie die Übung 1.1 erledigt haben, dann können Sie hier einfach nochmal mit der Übung 1.2 Ihr Ergebnis überprüfen. So war die Idee eigentlich. So.
Gut, ich habe ja am Anfang von diesem Beitrag eine kurze Stellungnahme abgegeben und mich auf diese Kommentare bezogen, die da in letzter Zeit formuliert werden. Und ja, damit denke ich, ist es geklärt. Ja, dann bis zum nächsten Mal.